Hallo Abgehoben, hallo YouTube, ein neues Video, neues Glück in alter Frische. Und es ist was ganz Witziges heute passiert, Leute. Ich wollte eigentlich heute ein Mecker-Video machen über das aktuelle Diggest, denn das Diggest, das ist so das monatliche Update, was Plyum uns mal gibt, war meiner Meinung nach für Januar das mit Abstand schlechteste Diggest, was wir jemals hatten. Ich zeige euch mal ganz kurz, wenn ich es finde, Moment. Genau, da haben wir es, das aktuelle Diggest. Wir können mal ganz kurz drüber gehen. Ja, ich will jetzt gar nicht darüber reden. Bla 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 bla. Permanent Super Raids sollen jetzt kommen für alle möglichen Dungeons, außer natürlich für Mino, was natürlich am geilsten wäre. Die Live-Arena-Kämpfe werden jetzt von 30 auf 20 runtergesetzt. Nächster CLVC mit personellen Belohnungen. Das war's im Grunde. Ja, und Sinnoh könnt ihr halt abholen, wann ihr immer ihr wollt. Ihr müsst es jetzt nicht sofort machen. Bla 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 bla. Alles ganz klein, nicht der Rede wert. Aber es gab ja, wer sich zurückerinnert, ich glaube, es müsste im August gewesen sein. Im August hatten wir ein Vorschau, ein Sneak Peek-Video über den, ja, wie es 2024 laufen soll. Und die Community, einschließlich mir natürlich, ist ganz scharf darauf, auf Champion Balancing. Ja, wir haben in dem Spiel unendlich viele Leggies, die wir einfach quasi nicht nutzen können, weil sie ein veraltetes Kit haben, weil die Cooldowns zu hoch sind, etc. pp. Also wirklich, ich würde behaupten, 50% der Leggies in diesem Spiel sind schlechter als die meisten Epics. Und das ist halt ein Fakt, der einfach nicht sein darf. Und im August wurde angekündigt, wir erhalten ab Januar sollen 2 Leggies pro Monat gebufft werden. Gebufft oder geändert werden. Buffen ist dann vielleicht bis zu viel des Guten. Sagen wir, geändert werden. Und ich wollte heute eigentlich jetzt ein Mecker-Video machen. Also Januar ist rum. Plyum, es ist nichts geschehen. Wir haben den 29.01. Keine Buffs für Fortus und Engar angekündigt. Und jetzt logge ich mich ein und gucke in unseren News-Channel für die Content Creator und sehe doch tatsächlich, Engar und Fortus werden gebufft. Und ich, gut, dann muss ich jetzt mein Video ein bisschen umdesignen. Kann ich so jetzt nicht mehr machen, weil sie machen es jetzt anscheinend ja doch noch im nächsten Update. Okay, kann ich nicht meckern. Pustekuchen, Leute, Pustekuchen. Ich zeige euch jetzt mal, ich kann euch leider nicht den Channel zeigen für die Content Creator, weil das natürlich datenschutzrechtlich ja, geschützt ist. Aber ich zeige jetzt, genau, wir gehen erstmal über die Änderung für Fortus und für Engar. Ja, wie die gebufft werden. Und gucken uns das erstmal an, bevor wir jetzt urteilen. Ja? Okay. Jetzt haltet euch fest. Also, als ich das gerade gelesen habe, mir ist die Kinnlade runtergefallen und ich dachte, ich bin im falschen Film. Fortus wird folgendermaßen gebufft. Die, das ist seine A3, wird der Schaden erhöht. Das war's. Mit anderen Worten, sie passen einfach nur die Multiplikatoren für seine A3 an. Wenn wir mal bei Fortus A3 reingehen. Fortus war Ritter, genau. Fortus, das ist seine A3. Das ist sein Main Nuke, ja. Der hittet aktuell überhaupt nicht, weil er nicht funktioniert. Ja. Da wird einfach der Schaden erhöht. Okay. Sorry, Leute, aber mir verschlägt das absolut die Sprache. Wir warten seit einem Jahr. Es ist jetzt ein Jahr her, seit dem letzten Champion Rebalancing. Ein Jahr ist vergangen. Und was sagt Plarium? Was machen wir? Wir erhöhen den Damage. Mehr nicht. Dafür haben wir ein Jahr gebraucht, um uns diesen genialen Schachzug zu überlegen. Und Leute, ich fall von meinem Glauben ab. Das ist eine Sache, ich komme darauf gar nicht klar. Wir reden hier von Plarium. Plarium ist ein multimillionenschweres Unternehmen. Die haben Umsätze. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, Leute. Es ist krank. Es ist nicht mehr so krank wie vor 2, 3 Jahren. Ja, es ist dennoch krank. Und es ist ja nicht so, dass sie jetzt nicht irgendwie dahingehend Unterstützung kriegen würden. Ja, sie brauchen im Content Creator Chat, Leute. Es kommen so oft Änderungen, die, wie könnte man Engar anpassen, wie könnte man Fortus anpassen, etc. pp., dass diese Helden variabel wären.
Oder normale Leggies im Spiel. Ja, Non-Voids könnten genauso gut sein. Lord Champfort. Wer nutzt noch Lord Champfort für irgendwas? Zum als Beispiel jetzt. Klar, Lord Champfort kann man mit Twin-Boss nutzen. Das war's. Es gibt so viele Leggies in diesem Index, die wir einfach nicht nutzen können. Da können wir können ja durchgehen. Nutzt jemand eine Shemnaf? Nutzt jemand einen Versulf? Nutzt jemand eine Thea? Nutzt jemand einen Bystophos? Einen Nama? Vielleicht am Clan-Boss für den Anfang? Okay. Da kann man ja jede Fraktion durchgehen. Und ich will immer nicht miesepetrig sein, aber wir haben ein Jahr gebraucht. Ein Jahr. Und ich öffne den PC, also ich öffne Discord und gucke in unseren News-Channel und sehe, das ist der Buff für Fotos. Dafür hat Plarium ein Jahr gebraucht. Das macht mir ehrlich gesagt richtig, richtig Sorgen. Dann sollen sie bitte, bitte Plarium, ihr werdet sowieso nicht hören, weil ihr kein Deutsch spricht, aber dann bitte macht doch das so, dass ihr auf die... Wählt von mir aus eure 2, 3, 4, 5 beliebtesten, größten Content-Creator aus, von denen ihr denkt, die haben die meiste Ahnung. Und dann lasst doch diese Leute die Buffs deklarieren für diesen jeweiligen Held. Dass sie viable sind für jeweiligen Content, den man halt mit dem Held spielen soll, muss, kann. Es kann doch nicht so schwer sein, Champions zu buffen. Wir alle wollen Helden haben, die ja einen gewissen Mehrwert bieten auf einem Account. Und da kann es doch nicht sein, dass wir ein Leggy ziehen und jedes Mal, also wirklich 90% der Fälle, ein Leggy ziehen, der uns einfach nichts mehr bringt oder nichts bringt. Das darf nicht sein in so einem Spiel, Plarium. Dann bitte, wie gesagt, nehmt die Content Creator an die Hand, wenn ihr es intern irgendwie nicht auf die Kette kriegt, und lasst es die Content Creator machen. Die haben Ahnung vom Spiel, die spielen das Spiel meistens aus Liebe und ja, da fällt mir gar nichts so ein. Wir gehen mal über den zweiten Helden drüber, über Engar. Engar, ja, so ein Provoker mit Gegenangriff, bla bla bla, alles nicht ganz so cool. Bis jetzt keine guten Multiplikatoren. Naja, gucken wir mal an. Die Änderungen sind immer fett geschrieben, ja, ihr seht es. Also Engars Influrit Damage Increased. Gucken wir mal ganz kurz, das müsste... Immer mal reingehen und uns Engar hier rüberholen. Engar ist ein Ork. Engar, da haben wir, ich habe ihn sogar zweimal. Das müsste die A1 sein. Genau, das ist der Gegenangriff. Da wurde also der Schaden erhöht. Oh ja, ist okay. Wieder. Mehr nicht. Okay. Dann, dann steht das da. Dann ist das doch die A2. Nein, ist die A2. Ich kann kein Englisch, Leute. Ist die A2. Der Schaden der A2 ist erhöht. Wie? Wissen wir nicht. Er greift alle Gegner an, das ist gleich. Platziert einen Provoke-Debuff für eine Runde, das ist ebenfalls gleich. Jetzt hat er aber noch eine zweite Kondition drin, dass er, ich denke mal, gebuckt werden es dann 100% Chance sein, den Provoke-Debuff für 2 Runden zu applyen. Nicht nur für eine, für 2. Das ist natürlich schon deutlich besser. Ja? 2 Runden Provoke anstatt eine Runde Provoke ist definitiv deutlich besser. Außerdem platziert er wieder den Schadensreflekt, das bleibt alles gleich. Gegenangriff auf sich selber, das bleibt auch gleich. Dann ändert sich noch seine Passive, minimal, muss man sagen, wirklich minimal, also quasi nicht der Rede wert. Wenn ein Gegner angreift, der von ihm provoziert wurde, hat er eine 40%ige Chance, diesen Gegner direkt wieder für eine Runde zu provozieren. Das ist bis jetzt nie der Fall. Wenn ihr einen Gegner habt, der provoziert ist, er greift denjenigen an und dann kann er nicht sofort wieder provoziert werden. In dem Fall Engar wird das können. Und hat dann außerdem eine Chance, noch von 100% den großen Angriffsverringerer Debuff für eine Runde zu blinden. Und dann der zweite Teil, jeder Treffer, das ist jetzt auch gar keine Änderung, das ist, besteht schon bei Engar so. Jeder Treffer wird halt den Schaden reduzieren, den er bekommt, bis zu 30% in einer Runde. Und sie passen die Aura an. Die Aura ist bis jetzt in Fraktionsgruften LP um 44% für einen Void-Leggy. Passen sie jetzt an, LP in allen Schlachten um 33%. Ihr seht schon hier unten als kleine Info, hier sehen wir immer, ihr seht auch die Info, wann wir es immer veröffentlichen dürfen. Und ihr seht schon den Smiley. Ich habe da auch drauf gedrückt. Das ist ein absoluter Joke, Plarium. Ein absoluter Joke und eine absolute Frechheit und ein absoluter Arschtritt für Bestandsspieler, die ein Jahr lang auf Champion Rebalancing hin gewartet haben und jetzt sowas hier vor die Nase gesetzt bekommen. Engar wird weiterhin nicht verwendbar sein. Es tut mir leid, ob ein Gegner
für zwei Runden provoziert ist. Oder für eine Runde. Und er dann noch einen Angriffsverringerer bekommt. Das interessiert überhaupt nicht. Hier hätte mit reingemusst, keine Ahnung, macht noch Hex-AOE in die A2 mit rein. Macht noch einen LP-Burn mit rein. Macht einen Geschwindigkeitsverringerer rein. Macht einen Speed-Increase für seine Gruppe. Irgendwie sowas. Aber doch nicht nur einfach. Vergleicht einfach bitte immer noch. Man muss sich immer vergleichen. Vergleicht einfach mal Archer, den es aktuell gibt, in der Partnerschaft mit Monster Hunter und Engar. Da ist Archer ein Nicht-Void-Laggy immer noch nach diesem Buff für Engar unglaublich viel stärker. Unglaublich. Das sind Welten, die die Helden trennen. Und das darf frisch nach einem Buff einfach nicht sein. Ja, Leute, ich bin wirklich entsetzt und sehr, sehr traurig auch, dass unsere bestehenden Helden, gerade die Oldschool-Helden, ich habe eigentlich immer gerne, wenn Oldschool-Helden angefasst werden, die wir halt haben, die auch, mit denen wir viel Liebe verbracht haben, wer jetzt schon länger spielt und sie einfach aktuell nicht mehr nutzbar sind. Das tut mir ein bisschen weh und ich hätte mir einfach gehofft, dass das ein bisschen besser passiert. Im Fall von Fortus und von Engar ist es ein Joke. Einfach ein Joke. Weil beide Helden, gut, bei Fortus muss man jetzt abwarten, wenn der Schaden wirklich funktioniert, ist es okay, dann kann er vielleicht doch ganz gut nuken. Bleibt abzuwarten, aber der Buff von Engar ist für mich kein Buff. Klar kann man ihn jetzt an der Hydra nehmen, auf Widerstand spielen, aber er macht halt nichts anderes als diesen Provoke. Eine Morley hingegen kann für zwei Runden provozieren und hat noch einen Revive mit dem Kit. Plus einen Turnmeter Boost. Hat Engar alles nicht als Void Leggy. Naja, Leute, haut's mal in die Kommentare. Wie seht ihr das Ganze? Seid ihr genauso entsetzt wie ich oder sagt ihr euch, easy, ruhig bleiben, alles nur Halbgas, nimmst dir nicht so zu Herzen, aber also ich kann euch auch verraten, auch im Content Creator Chat ist die Hölle los und das völlig zu Recht. Wir lachen gerade alle Plagium aus, man kann es nicht anders machen. Also das ein Jahr lang, ein Jahr. Und dann kam ein Praktikant von Plagium, Damage Increased. Das ist unser Buff. Dafür habe ich ein Jahr gebraucht. Die sollen einfach die Content Creator versammeln. Die reichen für jeden Held, der jetzt auf der Liste steht, einen Vorschlag ein. Und einer davon wird abgenommen, wird interne Abstimmung gemacht, was weiß ich. Und es ist alles besser als dieser Blödsinn. Aber Leute, ich will nicht zu dolle ragen. Haut es mal in die Kommentare, wie seht ihr das Ganze? Sagt ihr euch, chillig, hätte ruhig ein bisschen mehr sein können? Oder sagt ihr euch, was ist da passiert? Plagium völlig vor der Wand gelaufen? Haut es in die Kommentare, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Ich habe im nächsten Video wahrscheinlich eine kleine Überraschung für euch. Vielleicht. Mal gucken, wenn ihr lieb seid. In dem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Easy. Macht's gut. Tschüss.